Willkommen zu Mir steht eine Silhouette im Weg. Willkommen zurück zu Dark Souls 2. Das letzte Mal haben wir die Sünderin herausgefordert und wollten dann einen anderen Weg gehen und sind bei diesem anderen Weg total überrascht worden davon, dass es plötzlich keine Ausgangstür mehr gab. Wir könnten uns eigentlich Seelen holen. Wir haben ein paar. Wir haben leider keinen Seelen. Ist das Flakon Shard? Nee. Sowas haben wir nicht. Ja, okay, wir gehen mal. Wir können eigentlich bei der Sünderin den göttlichen Segen verwenden. Ich meine, wir hatten es ja fast geschafft, ne? Wenn wir einen göttlichen Segen verwenden, das füllt unsere HP komplett auf. Das würde dann ganz anders aussehen, die Situation. Aber wir gehen jetzt mal einen Ausflug machen in ganz neue Gebiete. Ich meine, wir wissen jetzt, wo die Sünderin ist und wir wissen, dass wir da einen längeren Weg vor uns haben, immer jedes Mal. Wir müssen jedes Mal an einem. Ah, ich habe den Namen vergessen. An einer Zerwache, nee, keine Ahnung, wie die hieß. An diesem doppelten Echsenviech müssen wir vorbei. Das hatten wir das erste Mal als Zwischenboss in den. In dem. Verdammt. In dem Schiff. Und jetzt haben wir ihn als normalen Gegner. Stirb. Jetzt sind es alle vier, dafür ist die Tür offen. Wir können nach draußen gehen und draußen kämpfen. Warum hat sich der Held nicht bewegt? Ich habe den Schildknopf gedrückt gehalten. Ich habe nach hinten gelenkt. Ich habe gerollt. Es ist nichts passiert. Sehr, sehr cool. Muss ich schon sagen. Doch, sehr, sehr cool. Ja. Wir können gegen die. Also, ja, was ich gerade so ein bisschen sagen wollte. Wir könnten gegen die Sünderin einige Tricks verwenden. Also, wir haben Items, die uns volle Heilung geben. Wir haben. Wir könnten unsere Waffen verstärken durch irgendwelche Schlicke, die wir draufsetzen, also so Goldharz oder sowas. Wir haben gerade eigentlich ausschließlich mit Degen gekämpft. Gerade sage ich schon, weil für mich ist der Part eigentlich gerade erst vorbei, so richtig. Seit 3 Minuten. Ja, wir hatten ja mit dem normalen Degen gekämpft bei der Sünderin. War relativ gut, muss man ja sagen. Aber dadurch, dass der Degen erstmal kein Element hat, kann ich da jedes Harz und jede Verbesserung draufsetzen, jede temporäre. Das heißt, ich könnte hier. Was haben wir denn da? Hier. Aromaschlick, Magie, Goldharz, Blitz, Finsternis, dunkles Harz. Könnten wir alles verwenden. Und ich könnte auch nachschauen, das werde ich vielleicht auch nochmal, bevor wir zur Sünderin gehen. Wie kann ich da dauerhaft Licht anmachen? So, das war gerade Dummheit. Ich habe gedacht, ich könnte durch die Fässer durchrollen, um die Sprengfalle eben nicht auszulösen. Aber es hat nicht funktioniert. So, der Gegner kommt mal wieder nicht durch die Tür durch. So, greif mal an. Greif mal fünfmal an. Ach komm. Dann halt normal. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich ihn backsteppen, aber machen wir halt normalen Kampf. Den kann ich backsteppen. Muss man nur schnell reinrennen und direkt angreifen. Man braucht ein bisschen Range, aber es funktioniert eigentlich. So, wir wissen jetzt, die Tür geht zu. Hinter uns. Das heißt, wir müssen überleben, um unser Überleben kämpfen. Ich könnte wahrscheinlich fliehen, wenn ich schnell genug renne. Okay, erstmal raus hier. Erster Tod. Zweiter Tod. Und da ist noch ein Gegner. Und diese Animation ist nichts, was mir gefallen möchte. Das mit den großen Augen, was nicht die Augen sind, ist das Viech, welches die Pyromantin hat versteinern lassen. Das sind die Basilisken. Okay, wir haben hier einige Wege vor uns mal wieder.
Ah, ein Leuchtfeuer. Sehr schön. Okay, mit dem Leuchtfeuer. Über das freue ich mich schon mal sehr. Schauen wir uns mal die Nachricht aus. Leuchtfeuer voraus. Nachricht aus. Nachricht an. Genau, also das war ein Basilisk. Der kann uns versteinern. Und das tut er auch extrem gerne. Das ist so sein Standardangriff. Und da muss man dann echt aufpassen, weil die Versteinerung nimmt einem sehr schnell sehr viel Menschlichkeit. Eine Scherbe! Ein neuer Estus Flakort. Das hilft uns auch extrem gegen die Sünderin, wenn wir jetzt die zum Beispiel nochmal machen würden. Sehr geil. Okay, dann können wir hier nochmal rüber. Ups, das war verkehrt. Ich muss erst rennen und dann hüpfen. Und wir wollen da auch rüber, weil der Rückweg geht da unten auf, indem wir dann Hebel ziehen mal wieder. Und, ach fuck, ich muss erst rennen. Ich muss Rennen gedrückt halten und dann kann ich hüpfen. Dann passiert sowas, nämlich gar nichts. Und wenn ich den Hebel ziehen würde, dann würden hier auch wieder die Gegner rauskommen. Das sind wieder mal 4 Türen mit 4 Gegnern. Komme ich da anders hin? So ganz vorsichtig hier rüberlaufend? Nein. Das finde ich blöd, dass das Springen nur geht, wenn man rennt. So, jetzt. Falscher Knopf. Ich habe ihn nicht anvisiert, das war vielleicht auch der Fehler. Man sollte seine Gegner anvisieren, wenn man gegen die kämpft. Soweit ich weiß, ist in den Zellen nichts drin, jeweils außer dem Gegner. Deswegen brauche ich da auch nicht wirklich erkunden. Das haben schon ganz andere Leute getan. Ein Zwerg. Ein Zwerg. Der ist feindlich. Und lässt sich wenig stackern. Und hat einen Hammer an der Kette als Waffe. Oder einen Amboss. Aber er lässt eine große Titanitscherbe fallen. Und damit sind wir fröhlich. Und doch haben wir da Item. Szene eines stolzen Ritters und ein Menschenbild. Okay, da ist doch in den Gängen mehr drin als gedacht. Dann machen wir die andere Seite tatsächlich auch noch. Genau, und wir hatten ja gerade den Basilisk, was ich auf jeden Fall gleich sagen kann. Die werden uns jetzt ein bisschen begleiten. Wieder mal falsch. So, der lebt ja noch. Irgendwas greift uns an. Schweif voraus. Ah, guck mal, da ist was durch die Wand zu sehen. Irgendwas möchte durch die... Ach, es ist durch die Tür gebrochen. Die Gegner können ja durch die Türen brechen, indem sie angreifen. Lebensstein, sehr schön. Und er hat es mal wieder getan. Ja, da ist auch nichts drin. Okay, da ist auch nichts drin. Da glaube ich auch nicht. Sehr schön. Wir laufen mal hier jetzt weiter. Schauen wir mal, in welcher Region wir jetzt sind. Viele Nachrichten. Ja, Nachricht sagt Nachricht. Versucht Nachricht. Nachricht wird benötigt. Hurra für Nachricht, aber Vorsicht vor Nachricht. Oh Gott. Hurra für Nachricht. Versucht Nachricht. Ich glaube, das ist auch... Ich würde behaupten, das ist der gleiche Spieler überall. Und wir sind im Schattenwald. Das ist der gleiche Spieler, der einfach die ganzen Nachrichten macht. Bereit. Bereit, aber Loch wird benötigt. So. Ach, da ist ja noch einer. Guck, der frisst da die Leiche. Den hätte ich backsteppen können. Ja, ich weiß. Aber die schwindende Seele kann man auch so einsammeln. Eine schwindende Seele. Ist das eine normale Seele? Ja. Das ist vermutlich ein Seelengegenstand, der uns irgendwie 1 oder 10 Seelen oder so bringt. Also total wenig. So vom Namen her. Okay, uns begleiten jetzt auch diese Giftgegner. Und die werfen mit Steinen. Als Fernkampf. Hallo, ihr zwei. Wow, der war knapp. Wenn ich da nicht weggerollt, hätte ich tatsächlich sterben können. Die sollen mal aufhören, mit ihren Steinen zu werfen. Das nervt. Aber wenigstens giften die nicht. Die Steine. Ausgewichen.
So, das ist das Gebiet hier. Das habe ich schon gesehen in Speedruns und auch in dem Let's Play, was ich schon geschaut habe. Ich habe es schon öfter erwähnt. Hier gibt es ein paar recht wichtige Sachen. Feindliche Horde voraus und ein Unglück. Hier sind Blutflecken und ein Gegenstand und eine Nachricht. Ich frage mich, was die Blutflecken bekämpft haben. Ein Pharos-Wahrheitsverkünder. Was? Schwächedresche. Nee, da geht man, kann man nicht rein. Ja, das ist ein recht wichtiges Gebiet später im Spiel. Oh ja, Gegnerhorde, passt. Soviel zum Thema, ich kann die backsteppen. Ich bin einfach zu schlecht in manchen Belangen. Zack, zwei tot. Drei tot. Vier tot. Und neuer Lebensstein. Und zwei Items. Zwei Leichen, an denen die genagt haben, mit jeweils einem Item. Eine Seele eines stolzen Ritters und ein Menschenbild. Das war ein stolzer Ritter. Ja, so sieht er eigentlich gar nicht aus. Alles sehr schön hier. Wobei die Texturen hier können ein bisschen schöner sein. Leuchtfeuer voraus. Echt jetzt? Schon wieder eins? Da ist ein Leuchtfeuer. Tatsache. Viel Erfolg und dann viel Erfolg. Nett, danke. Frau. Ja, richtig. Schwäche zerstört. Diese Nachrichten, hey, diese sind so cool. Okay, wir haben ein weiteres Leuchtfeuer. Ich möchte natürlich erstmal hinten rumgehen. Da läuft ein. Der hat die Falknerrüstung. Da läuft einer rum mit einer Falknerrüstung. Aber der greift an. Die Falknerrüstung habe ich mit einem anderen Charakter. Sind es Hüllen oder sind es Menschen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, sie zerfallen zu Staub. Das sind Hüllen, okay. Weil die sehen sehr menschlich aus. Ja, ich gehe natürlich zuerst den oberen Weg, weil der eher nach Nebenweg aussieht. Uah, dritter. Ich brauche mal den hinteren Weg hier frei. Okay, und meine Ausdauer ist nicht gut. Aber sie lassen sich backsteppen. Und zwar sehr erfolgreich. Wenn wir hier runterfallen. Sehr schön. Glitzerndes Titanit-Menschenbild und Seele eines Ritters. Wenn wir hier runterfallen, sind wir wahrscheinlich tot. Aber in Gebieten, die wir schon kennen. Vielleicht sind deswegen so viele Blutflecke da, weil zwei von den Gegnern sind ganz klar. Da geht man rein und die bekämpft man. Aber der dritte, der kommt so blöd von hinten, dass der einen wahrscheinlich so richtig überrascht. Und man stirbt dann, glaube ich, gerne. Sind hier noch Gegner? Nee. Doch. So, zack. Hier ist ein Item. Eine Halbmondaxt und ein Schild. Habe ich das richtig gesehen? Ich schaue gleich nochmal. Irgendwas greift da an. So, dieser Weg hier ist für uns ganz spät ganz interessant. Der Schrein des Winters öffnet sich nämlich nur, wenn wir mächtige Seelen haben. Hier brauchen wir. Was? What the freaking fuck? Der lässt sich nicht anvisieren, nicht unterbrechen. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wo die Angriffe herkamen. Alter Schwede, ist das fies. Vor allem, weil da gerade nochmal wirklich ein Spieler hochgelaufen ist, der genau so dann aussieht. Boah, ist das fies. Genau, also hier müssen wir hin, wenn wir weit genug im Spiel sind. Und weit genug im Spiel heißt entweder eine Million Seelen, wir haben gerade 246.000. Oder es heißt, das sind 10 Millionen Seelen, ich weiß es nicht. Also viele Seelen oder die fünf großen Seelen, also Sünderin und die anderen vier.
Aber das haben wir alles lange nicht, deswegen drehen wir um und gucken mal, was wir da vorher gefunden hatten. Nehmen wir mal anstelle vom Feuerschwert. Hier die Drachentöter-Halbmond-Axt hatten wir gefunden. Eine etwas langsamere Axt, die sich aber auch ganz geil führen lässt mit zwei Händen. Was hatten die für Voraussetzungen? 18 und 12. Ja, okay, es geht ja noch. Und wir hatten gefunden einen Schild, habe ich ja behauptet. Wahrscheinlich den hier, den goldenen Falkenschild. Falkenschild. Der ist schwächer als unserer. In vielen Belangen. Deswegen nehmen wir den garantiert nicht. Ich nehme ein Feuerschwert wieder, aber muss aufhören, das Feuerschwert zu verwenden, weil das so langsam Haltbarkeit verliert. Diese Geister sind echt gemein, ich sag's nur nochmal, und meiner Meinung nach werden wir gleich noch ein paar mehr von denen treffen. Das finde ich nicht so schön, aber so ein Gegner wird nicht umsonst einzeln angekündigt, dass man so von wegen, guck mal, das ist dein Gegner, so funktioniert das. Oh Gott, hier sind Blutflecken und Nebel. Den Nebel will ich auch noch nicht. Mal hier weiter. Was ist das denn? Gnome? Versteinerungsgnome? Kämpfen die wie Hunde? Ne, die rennen weg. Ich hab verfehlt. Die rennen weg. Ich habe Angst vor was, was wegrennt, weil das wird gleich irgendwas Großes holen. Oh ja! Ein Oger. Blute? Blute? Blute noch mehr? Aua! Trotz der Rolle wurden wir getroffen. Ich benutze mal zwei Lebenssteine. Dieser Oger ist jetzt nicht so schön. Der rollt gleich. Ja, nee, er rollt nicht, er setzt sich. Okay, wir müssen Ausdauer auffüllen. Sehr schön, wenn er sich nur hinsetzt, wenn wir hinter ihm sind. Ein Uppercut. Der wäre sehr schmerzhaft gewesen, würde ich behaupten. Er setzt sich. Er setzt sich. Ausdauer auffüllen. Er legt sich flach. Aua. Er legt sich wieder flach. Das ist immer ein schöner Moment zum Angriff. Ah, hab dich. Es war am Ende ein bisschen riskant, dass ich Dauer angegriffen habe. Ich habe gehofft, es reicht. Und es hat dann auch gereicht, aber es war sehr knapp. Also der nächste Pieks hätte uns gekillt. Wahrscheinlich ist es ganz gut, dass die Gnome sich nicht beteiligt haben am Kampf. Oh ja, die versteinern tatsächlich. Ich hab's geahnt, die versteinern. Ein Tränensteinring. Wir brauchen. Keine Ahnung, wir brauchen eigentlich alle Ringe gerade. Hier, Tränenstein. Verbessert Angriff bei niedrigen Trefferpunkten. Nein, den wollen wir nicht. Das ist eines der vielen Items. Nicht aufgeben, Bodenstange. Das ist eines der vielen Items, was in Speedruns sehr beliebt ist. Denn im Speedrun wird mit dem Degen gekämpft, um Konterhits zu machen. Und dann mit diesem Ring, der den Angriff stärkt, wenn man schwache HP hat. Das heißt, die rennen die ganze Zeit mit verdammt viel Schaden rum. Und. Oh Gott, da will ich nicht hoch. Das ist mal wieder so eine Tür, die wir nicht öffnen können. So eine hatten wir, glaube ich, schon mal gesehen. Deswegen gehe ich da auch nicht weiter. Wir drehen um, wir müssten in den Wald. Denn den Wald möchte ich eigentlich noch nicht. Auch noch nicht. Ich möchte an viele Stellen nicht, ich weiß. Wir haben aber auch noch ein paar Stellen, die wir auskundschaften können. Das ist das Schöne dran. Ja, genau. Also die Speedrunner rennen da die ganze Zeit mit wenig Leben rum und mit dem Degen und machen dann recht starke Konterhits. Müssen halt aufpassen, aber die wissen auch, wie sie ausweichen müssen bei den meisten Gegnern. Und in einem alten Update nutzten die Speedrunner auch die Stelle mit dem, also die Stelle, wo man da diese Seelen braucht, um über die Ränder des Wegs drüber zu springen mit irgendwelchen Tricks und Rollen und keine Ahnung und dann von dort aus durch die Welt zu rennen, wo sie eigentlich gar nicht rennen sollten.
So, was haben wir denn bei dir? Wir könnten eigentlich mal wieder ein paar Pfeile mitnehmen, ne? So, alle seine Eisenpfeile. Irgendwie auch 25 Holzpfeile. Und jetzt schauen wir mal, ob wir was verstärken können. Wir können unser Feuerschwert verstärken, das ist schön. Das braucht gerade zwei große Titanitscherben, die haben wir gerade. Unser Degen aber auch. Und unser Schild braucht eine große. Was bräuchte denn unser Heideschwert? Wo ist denn unser Heideschwert? Da. Das bräuchte drei, das ist eine Stufe besser. Die Drachentöter-Axt, die braucht glitzerndes Titanit, wie man sieht. Glitzerndes Titanit ist seltener. Das ist eine Waffe, die kann man nicht mit normalem Titanit verstärken. Das ist implizit dann der Eindruck oder die Bedeutung. Guck mal, das ist eine stärkere Waffe schon von Anfang an. Deswegen werden wir mal unseren Degen verbessern und tatsächlich mit dem glitzernden Titanit mal diese Axt. Und wir werden die Axt anstelle des Feuerschwertes verwenden. Die macht jetzt auch verdammt viel Schaden. Wir können ja mal schauen, kurz, hier im Status. Die dritte Waffe, das ist jetzt die Axt, macht 290 Schaden. Das ist viel. Jetzt schauen wir mal das Feuerschwert. Okay, wir hätten das Feuerschwert ja auch nochmal eine Stufe verbessern können. Aber wenn wir jetzt nachschauen, das macht 267, also viel weniger. Nur muss man halt jetzt mit der Axt aufpassen, weil da muss man ja viel früher. Falsche Taste. Viel früher zu angreifen, weil die ist ja langsamer. Aber wenn sie trifft, dann haut die rein. Das kann ich versprechen. So, mit den 2000 Seelen machen wir jetzt nichts mehr. Wir haben auch noch Seelen-Items. Wir gehen jetzt zu den Verbandenzellen. Ne, gehen wir nicht. Verbandenzellen ist falsch. Verbandenzellen war Startpunkt von Omens Wharf aus. Wir wollen zur Werkstatt. Wir wollen zur Werkstatt, weil von der Werkstatt aus gehen wir unsere Axt ausprobieren. Ach ja, doch. Der Schaden ist gut. Und so langsam ist er auch nicht. Komm her, Dicky. Nee, so langsam ist sie auch nicht. Da war noch ein Gegner. Nee, da war keiner. Jagt er sich in die Luft? Der jagt sich in die Luft, wenn er bei den Fässern angreift. Au, und er hat eine üble Range. Nur irgendwie hat er sich jetzt nach hinten bewegt, während er angreifen wollte. Na egal. Soll mir recht sein. Alles, was mich nicht trifft, ist schön. So, wir wollen jetzt hier hoch. Den Weg mal wieder gehen. Gegen die Gegner können wir auch mal ausprobieren, wie die Axt ist. Auch vom Backstep her. Ne, können wir nicht. Sie macht Blitzschaden. Okay, jetzt haben wir eine zweite Blitzwaffe. Die hat einen coolen Radius. Die hat einen echt coolen Radius. Eine alltägliche Frucht. Was ich auch noch ausprobieren möchte, ist. Ups, das war der schwere Angriff. Ich wollte eigentlich den hier ausprobieren. Ah ja, ganz normal. Ich glaube, es gibt gar keine besondere Sprungangriff-Animation. Okay. Rein, viele Gegner anlocken, raus. Okay. Sie ist nicht die schnellste Waffe, wieder rauszuholen, nachdem man geblockt hat. Aua. Aber es ist eine sehr nette Waffe vom Schaden und ähnlichem her. Ach, wir hätten ja auch noch den Estus-Flakor verstärken können. Mist. Das habe ich jetzt total vergessen. Da hinten war eine Falle, aber da hinten ist auch der Weg, wo wir lang wollen. Da kamen ja auch so viele Gegner.
Gegen die Gegner reichen tatsächlich zwei gute Schläge aus. Nein, ich will die Tür nicht schließen. Ich möchte den. Ich möchte auch. Aha. Ich wollte nur was. Ich wollte nur den Gegenstand aufheben. Mutige Felicia ist wahrscheinlich wieder ein NPC. Handschuhe. Genau, hier wollte ich nämlich auch noch hin. Hier haben wir auch noch eine Nebelwand, die wir noch nicht besucht haben. Und wen haben wir hier? Pilgerin Belclair. Ich nehme mal tatsächlich die mit. Ich nehme mal wieder ein NPC mit. Adol Christine. Und jetzt schauen wir mal hier rein. Oh nein, das ist der Kampf. Da ist gut, wenn man mehrere Leute hat. Weil das sind hier drei Gegner, wie wir sehen. Drei Ruinenwächter. Und die können jederzeit hier hoch. Aber zwei von denen kämpfen nicht so lang, wenn man nur auf der Plattform stehen bleibt. Okay, wir sind staggert und wir sind getroffen und wir fallen runter. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir fast kein Leben mehr haben und unten sind. Unten sein heißt, es werden die anderen auch noch dazu kommen. Genau, jetzt sind wir nämlich in einem Drei-Fronten-Kampf. Wir sind nur zu zweit, die Gegner sind zu dritt. Die Gegner haben Schilde. Wir haben Schilde und wir sind gerade irgendwie langsam gewesen. Okay, der erste ist tot. Ich brauche mal ein anderes Heilungs-Item, dass ich überhaupt ein Heilungs-Item wieder habe. Unsere Pilgerin hält sich tapfer. Aua. Aua! Aber jetzt ist sie voll in der Wand drin. Kann ich die retten? Ah, zack, Angriff von hinten. Die hatten gerade beide ihren Wirbelangriff verwendet. Ich glaube nicht, dass ich die Pilgerin retten kann. Oh, vor allem jetzt nicht, wo beide Gegner. Muss der das Ziel auf mich jetzt wechseln? Autsch. Warum wurde ich da getroffen? Ich wechsle mal die Waffe. Auf meinen. Aua, getroffen. Ich wollte eigentlich auf den Degen wechseln, nicht auf das Heiteschwert. Wow. Die zwei sind jetzt natürlich sehr fies. Weil, wie gesagt, zwei. Oh, der hat sein Schild weggeworfen, das finde ich schön. Das können die nämlich auch. Und damit ist der jetzt natürlich ein bisschen leichter. Ah, der wirft auch sein Schild weg. Okay, cool. Die können jetzt beide nicht mehr blocken. Aua. Aber sie können immer noch gut angreifen. Risiko? Überlebt, okay. Da muss man echt hoffen, dass man überlebt, wenn man Heilung verwendet. Okay. Die Schilde stecken in der Wand, das ist auch sehr nettes Detail. Oh, der war knapp. Ich wurde gestaggert und habe den einen Gegner plötzlich hinter mir gehabt, im Rücken. Ja, jetzt habe ich beide von vorne gehabt und wurde gestaggert, das ist auch nicht viel besser. Muss mal die Ausdauer auffüllen. Alter. Die haben die Rüstungen, aber die Helme zumindest, von den Lois. Elum-Lois-Leuten. Okay, 6000 zählen weg. Das ist ein Kampf, den machen wir jetzt auch noch nicht. Boah. Okay, ich glaube, wir machen die Sünderin zuerst. Das sieht jetzt am leichtesten aus. Ich kann noch zu dem Let's Play, was ich geguckt habe, sagen, zu Zombie. Der hat diese beiden nur mit Hilfe von einem anderen Spieler geschafft. Das kann man dazu sagen. Und man kann auch dazu sagen, Zombie hatte vorher andere Dark Souls-Teile, also Dark Souls 1,
gespielt, weiß also viel besser als ich, was er machen muss. Und hat die Hilfe gebraucht. Also da bin ich jetzt nicht allzu traurig, dass ich die nicht schaffe. Aber ich beende jetzt auch den Part, weil, ja, wir haben jetzt weit genug gespielt und die Zeit tickt gerade runter. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da. Und ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal, einen schönen Abend noch und tschüss.